Ja, hallo liebe Leute, hier ist wieder der Super Pro mit einem weiteren Part von Let's Play Star Wars Battlefront 2 im Multiplayer-Modus. Mein Gott, warum muss der Typ mir die ganze Zeit reinlabern? Wir sind wieder auf der Map Todesstern und wieder mal im Flaggenmodus. Das finde ich genial. Hilfe, Loop Trooper. Und Clan Searcher wurde umgebracht. Den wollte ich doch eigentlich fertig machen. Gut. Mal sehen, was die Runde so bringt. Todesstern kann ja, wie vorletztes Mal gesagt, schon ziemlich lange dauern. Und ich habe den Clan Searcher. Ein Deto-Pack. Und ich treffe jemanden, der fast steht nicht. Also jetzt muss ich langsam an mir zweifeln. Oh, schwere Truppe. Du jetzt. Bitte? Warum tankst du denn nicht? So, jetzt haben wir dich auch. Ist das wieder der Clan Searcher? Nee. Auf jeden Fall jemand, der das Snipen verstanden hat. Gut. Ach ja, jetzt merke ich selber, eben war es ja KOS gegen Republik, jetzt ist es ja Imperium gegen Rebellen, weil mich hat es eben gewundert, warum wir nicht wieder die anderen Kommandoposten haben. Aber das ist ja ein ganz anderer Modus hier. Oh, du liebe Zeit, hier geht's ja richtig rund. Ja, muss ich mal gucken, was man da nachher mit dem Wookie machen kann, weil ich habe ja gesagt, ich würde gern ein bisschen mehr Wookie trainieren, weil ich ja auf YouTube zum Beispiel Mordred oder Phoenix Videos gesehen habe und die das wirklich super können. Also selten sowas gesehen, so gute Spieler. Und ach, da steht ein Autogeschütz hier unten drunter. Das ist ja lustig. Ich guck mal, dass ich direkt bei den Gegnern da hinten spawne. Hier steigen zwar, oh, weniger ein. Ach du liebe Zeit, wie kann der mich denn aus der Entfernung noch killen? Mir noch einen Headshot verpassen? Also, das ist ja auch mal wieder so ein Ding. Der probiert's mit Granaten. Kann man machen, muss man aber nicht. Und ich habe schon wieder den Namen von dem Typen vergessen, der das gesagt hat. Ach, wie heißt er denn nochmal? Ja, genau. So viel dazu. Ja, finde ich gut, dass sie die Flagge fallen gelassen hatten. Also die Imperialen, wie es so schön gesagt wird. Und da versteckt sich jemand auf unserer Seite. Nein. Echt, der hat das mit dem Snipen wirklich verstanden. Matrix, also wieder mal so ein unaussprechbarer Name. Aber der kann das, also der hat das mit dem Bewegungsablauf von einem Sniper wirklich total verstanden. Ich kenne den zwar auch, man muss sich immer schnell bewegen, nicht regelmäßig. Und take, Freund. Ich glaube, da habe ich keine Chance jetzt. Oder beziehungsweise jetzt hat er endlich mal keine Chance. Ja. Und da hinten sah es irgendwie so aus, als ob hier ein Gegner rumstünde. Oder hat sich mal wieder in die Wand gebackt. Nee, dieser Typ hat sich mal wieder in die Wand gebackt. Raus da! Und er schreibt hier, blöder Pro-Typ. Ja, das kann gut möglich sein, dass man sich über mich aufregt, wenn ich jemanden kille. Natürlich. Wenn jemand besser ist als man selber, dann regt man sich natürlich immer auf. Das ist klar. Ich soll jetzt nicht unbedingt behaupten, dass ich unbedingt besser bin als er, aber okay.
So, und da steht. Ach, den wollte ich doch fertig machen, Leute. Lassen Sie mir denn hier keine Kills übrig. Das finde ich ja nicht nett. Und der probiert es jetzt wieder mit Minen, schätze ich. Nein. Och. Jo. Naja, kann man nichts machen. Ich probiere jetzt mal eine andere Taktik. Und gehe mal da lang. Und zwar kann man, wie ihr gleich seht, von hinten den Kommandoposten überwachen. Oder den Typen hier, der die Flagge hat. Oh, da hat er aber Pech gehabt. Ich nehme die Flagge mal nicht. Habe ich nämlich jetzt keine Lust zu, sondern ich will spawnen gehen. Ich bin ja ein ganz böser und spawne jetzt mal. Der sieht mich nicht. Der da hinten sieht mich eigentlich. Sollte mich sehen. Gut, auch nicht schlecht. Wenn das nicht probiert. Der Noob Trooper probiert anscheinend mich hier zu finden. Ja, das war eine schwere Truppe, tippe ich mal. Die mich da unten rumlaufen gesehen hat. Blöd. Sind überhaupt schon Punkte gefallen? Ja, wir haben einen Punkt gemacht. Das finde ich ja cool. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass wir so gut waren. Und hier mal wieder so ein kleiner Bug. Hier kann man durch die Luft laufen, wegen der recht großzügig gestalteten Kollisionsdatei. Ja, genau. Oh, Hilfe. Mein Gott, und Double Teamkill. Sorry. Meine Schuld. Bin ich ihm reingelaufen. Weil ich vor der schweren Truppe geflüchtet bin. Ja, du, bedien du dich mal an der Flagge. Hä? Ah. Ja, viel Spaß, hau rein. Komm. Gib mir mal Schadensreduktion, beziehungsweise wie nennt sich das bei... Oh, jetzt kannst du da durchgehen, aber du brauchst da doch nicht durchgehen, ob bist du blöd. Danke dir. So, ich geh mal spawnen, helf dir nicht. Wenn du mir jetzt hinterherkommst, dann zeugt das von Dummheit. Dummheit. Weil er mir direkt ins feindliche Lager folgt. Ja, du Depp. Gehst du dann hin? Blöd kann man nur sein. Ah, Gott. Das sollte er sich mal merken, dass man nicht durch feindliche Lager geht. Beziehungsweise durchs erste feindliche Lager, um dann ins zweite reinzukommen. Sehr sinnvoll, wenn da jetzt auch direkt die Gegner stehen. Komm, dich treff. Oh! Und da bin ich auf. Nein! Ich mach's immer wieder so. Och Gott. Immer wähle ich den Freitod hier. Das ist ja nicht schön. Ich gehe es mal nicht darum, sondern wieder den normalen Weg. Weil, wie ich gesehen habe, ist es da hinten doch ein bisschen zu schwierig, viele Gegner zu spawnen. So, und da waren beide weg. Der war auch weg. Du, jetzt nimm dich mal die Flagge. Ich pass mal hier auf. Jetzt geh, hau doch ab, Junge. Oh, musst du jetzt unbedingt den Sniper noch fertig machen? Ja. Matrix. Okay. Ich hab mal wieder. Mal wieder fertig gemacht. Und ja, total sinnlos, dass der Wookie eben ins feindliche Lager gelaufen ist, obwohl er doch eigentlich ganz woanders hätte hin müssen. Aber das kann man verstehen, das muss man aber nicht. Und wie heißt der Typ? Ach Gott, ja, standst du in der Wand. Toll. Und wir haben einen Bagger. Kick Tristan, der buggt. Soweit ich das gesehen habe, aber ich glaube, ich habe das richtig gesehen, dass der hier buggt. Ja, der steht da hinten gemütlich in der Wand drin. Das finde ich toll.
machen. Ich schleiche mich mal zu den Gegnern, wenn ich genug Energie habe, um hier drüber zu springen. Du, komm, trau dich. Komm, trau dich, komm runter. Der wartet jetzt natürlich, bis ich hier hochkomme, um mich zu brutzeln. Toll. Da war ich mal wieder viel zu naiv. Ja, mach ihn fertig, komm. Geht doch. So, und jetzt kommst du gefälligst aus dem Bug raus. Weil auch wenn wir Bagger im eigenen Team haben, das finde ich auch nicht fair. Obwohl es uns natürlich einen Vorteil verschaffen würde. Aber es ist einfach unfair. Und take, mein Freund. Und Clan Searcher. Mal wieder fertig gemacht. So, jetzt probiere ich wieder mal den guten alten Wookie aus. Und schaue mal, was ich mit dem Granatwerfer so reißen kann. Beziehungsweise erstmal für dich. Ah, okay. Hat gar nichts genützt. Hey, wo ist der denn? Gut, Clan Searcher ist weg. Der ist auch weg. Ich hole mir mal Schadensreduktion. Das ist wichtig, weil ich jetzt fast kein Leben mehr habe. Ja, genau, man hat es gesehen. Schadensreduktion bringt da auch nicht so viel. So. Oh, Hilfe. Und schon wieder haben wir einen Teil im Kasten. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Aber schön wäre natürlich auch, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet, wenn es heißt Let's Play Star Wars Battlefront 2 im Multiplayer mit dem Super Pro. Tschüss.